La 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 la. Entschuldigung, bei diesem Lied musste ich einfach mit summen. Auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Und heute haben wir mit der Coa ganz viele Sachen vor. Ja, wir müssen ganz viele Sachen machen. Ich würde gerne heute auf Tauchkurs gehen. Dazu brauche ich aber auch eine Schaufel. Der Laden ist zu. Also wo ist Bram? Wo ist er? Der muss doch irgendwo sein. Na gut, die Moon hält die Füße ins Wasser und genießt. Muss aber aufpassen, die scheint einen Sonnenbrand im Gesicht zu kriegen. Das ist nicht so gut. Also immer schön eincremen und sich vor der Sonne schützen. Wunderbar. Suche in der Gegend, die Saimi auf der Karte markiert hat, nach der versunkenen Halskette. Bringe Aquila ein Schmuckstück aus dem Unterwassergraben. Sammle alle Zutaten für Awans Rezept. Sprich mit Bram für den nächsten Auftrag. Mache weiter mit den Aufträgen von Coa. Zeige dich Edigan, erkennt dich, indem du ihn ein Tintenfass bringst. Benutze die Schaufel, mache weiter, okay. So, ich habe doch jetzt Pflanzenöl. Die Frage ist nur, wo kriege ich das Tintenfass her? Wo kriege ich das Tintenfass her? Warte mal. Hauptinsel, Quelle, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wir können jetzt überall hinreisen, wie man sieht. Die Frage ist nur, wo ist das markierte Gebiet? Die Musik scheint gerade ein bisschen laut zu sein. Ist nur die Frage, ob das auch auf der Aufnahme so ist oder ob das nur bei mir so ist. Naja, auf See ist das in Ordnung. Da kann man das mal machen. So. Okay, hierhin. Eine schöne Muschel. Kann ich hier angeln? Ja, kann ich. Na, komm schon, Fischi. Komm schon, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Super. Grad nochmal. So viel, wie uns unsere Angelköder hergeben. Ui, ui, das ist aber... Ja, manche Fische sind relativ schwierig, muss ich sagen. Bei den Kalamaris oder Oktopusse, Oktopis, Entschuldigung, auf unserer Insel ist es ein bisschen, in meinen Augen vielleicht ein bisschen zu schwer, weil da gibt es schon manche Fische, die ich einfach nicht fangen kann. Das ist nicht ganz so toll. So, die Frage ist nur, wo kann ich... Hier ist eine Leuchtboje. So, kann ich hier irgendwas machen? Nö, kann ich nicht. Schade. So, einsteigen. Ich habe jetzt vergessen, den Tank aufzufüllen, aber das ist soweit okay. Fahren wir mal nach Westen, offene See. Du hast einen neuen Ort in Mara entdeckt. Die Puni-Höhle. Das ist doch schön. Die Frage ist nur, ist es genau das, was ich brauche? Oder nicht? Wo haben wir das denn her? Lesen! Machi, you are the wind in my sails, the warm sun on my face. Mari, du bist der Wind in meinen Segeln und die warme Sonne auf meinem Gesicht.
You save my harbor to the tumultuous sea of life. Du bist mein sicherer Hafen in den Tumulten des Sees des Lebens. My love for you as deep as the ocean. Meine Liebe zu dir ist so tief wie die See. I am excited to journey with you as we chart a new course on our life. Epo. Es ist schön, deine Reise mit dir zu begeben, bis uns unser Leben auf einen neuen Kurs leitet. In unserem Leben. Irgendwie sowas. Ich bin nicht ganz perfekt in Lesen, von daher. Was ist denn das? As I think of a time when you were not in my life, I cannot. Ich kann mich think of a time when you were not in my life. From the time I felt your spirit for the first time and knew loneliness no more. Ich kann mich kaum noch an die Zeit ohne dich erinnern, oder ich möchte mich daran nicht erinnern. Und ich fühlte mich im Geiste. Ich fühlte die Einsamkeit in meinem Geiste weichen, als du mit dem Wissen, dass ich nicht mehr alleine war. Irgendwie sowas. Ja, komm, das sind so Liebesbriefe. Ich werde jetzt nicht, wenn die jetzt alle so lange sind. Life is a complex web of darkness and light. Okay? Preserving and holding on to what we think is right. Das sind alles so. Ich weiß nicht. Man hätte es auch ein bisschen kürzer machen können. Gerade wenn man das nicht übersetzt. Das sind halt alle so große, so Weisheiten. So nach dem Motto, ja, unser Leben besteht aus einem Spinnennetz aus Licht und Dunkelheit. Remember the roads you take and the people you meet are like in the ocean, the shift and turn. Alles klar, die Wege, die du einschlägst und die Menschen, die du triffst, sind wie der Ozean. Sie können brechen oder sie können sich rumdrehen und sie können Höhen und Tiefen erlangen. You cannot repeat the same path or traveling. Du kannst nicht zweimal denselben Weg beim Reisen gehen. The ocean change as the life we live behind groans the sand. Okay, der Ozean ändert sich wie das Leben, was wir hinter uns gelassen haben, und überwindet Distanzen. You may feel like... Also, wenn sie jetzt wirklich so... Wenn sie jetzt irgendwelche... Echo... Schön. Was haben wir hier? Quail Timing Sword. Alles klar. Das ist Spanisch. Das kann ich nicht. Entschuldigung. Also, ein bisschen. Lion und Bonnie gleich Liebe. Supi. Platzieren. Kann ich hier irgendwas platzieren? Das kann ich nehmen. Das nehme ich auch mal. Hallo? Es tut mir leid, dass ich nicht geduscht habe, aber ich war in Eile. Igitigit. Dies sollte eigentlich ein romantisches Date sein. Entschuldigung, ich nehme euch mal alles weg. okay. Ich will natürlich alles lesen, rein aus der... Okay, das hatten wir schon. Okay. So, dann fehlt eigentlich hier hinten noch was. Hier kann ich nur was platzieren. Na gut. Was haben wir hier? Jawohl, Blümchen. Nehme ich gerne mit. Hier kann man angeln. Ich will mal gucken, was ich hier so kriege. Ich wollte eigentlich auf Tauchkurs gehen, da ich allerdings nicht wirklich weiß, wo der Tauchkurs ist oder wo ich tauchen muss. Würde ich sagen, ich gucke mir einfach mal alles so ein bisschen an und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Einfach mal ein bisschen... Es gibt keine großen Fische mehr, das ist soweit auch ganz okay. Hier ist ein gestrandetes, umgefallenes Boot. Das hatten wir schon, ne? She is my sun. Sun, my stars, the air in my lungs, for all of my life on earth. Okay, sie ist meine Sonne, meine Sterne und die Luft in meinen Lungen für mein Leben lang. Ich liebe dich, Sharon. Todo mi amor, Caesar. Und ich liebe dich auch, Caesar. Okay. Ich glaube, ich habe hier alle gelesen. Okay, ansonsten mit euch reden kann ich nicht. Das ist okay. Schade. Ich bin durch Feuer gelaufen. Das ist nicht so super. Erstmal was essen. Ist auch schon 18 Uhr. Das bedeutet, die Chor muss auch gleich nochmal schlafen gehen. Aber wir lassen die beiden mal alleine. Die wollen nochmal ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Das ist auch okay. Das dürfen sie auch. So, die Frage ist nur, was kann ich mit dieser Insel machen? Ich glaube, hier außen kann ich gar nicht so viel machen. Ah, hier links ist also das Ziel. Okay. Kein Problem. Und hier sind
Piraten? Bin mir da gar nicht so sicher. Ups. Sprechen. Halt, kleines Schiffsmädchen. Redest du mit mir? Bist du die Besitzerin dieses prachtvollen Schiffs? Ja, das Boot gehört mir. Ich bin Lizio, Herr und Gebieter über Mara. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Koa, glückliche Gebieterin über eine Insel mit Möwen. Dein Boot ist wirklich wundervoll. Ist es schnell? Nicht wirklich, aber für mich ist es schnell genug. Wie schade. Ansonsten hättest du an dem Piratenwettrennen teilnehmen können. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Wow, das klingt toll. Wie finde ich dich, wenn ich bereit bin? Mara ist meine Heimat, Schiffsmädchen. Ich werde dich finden. Alles klar. Captain von den Vogel-Skelett-Piraten. Keine Ahnung, ist aber ein lieber Mann. Supi, freue ich mich. So, da wollte ich auch... Nein, ich wollte... da wollte ich gar nicht lang. Oh, Mann. Da wollte ich nicht lang. Entschuldigung. Ja, ich weiß. Ich weiß auch, wo ich lang muss. Liebes Spiel. Oh, die Musik ist toll. Die kleine Entdeckerin Koa. Sie macht sich auf fremden Inseln, auf fremden Meeren. Doch niemand wird sie belehren. Sie wird die Abenteurerin des Jahrhunderts. Sie entdeckt, sie angelt. Oh, ich dachte schon. Warte mal, ich kann hier angeln gehen? Ah, ja, oh, wie cool ist das denn? Okay, das sieht richtig super aus. Haha, kannst du mal sehen. Nichts und niemand kann den Koa vom Angeln stoppen. Sie wird es schaffen. Selbst auf einer schwimmenden, wankelnden Boje kann sie niemand dazu beirren, sich ihren Fisch zu angeln. Super. Kann ich nochmal angeln? Nein, schade. Okay. Das ist echt super. So, und wenn ich diese... hier kann ich also Gegenstände und Sachen sammeln. Das ist gar nicht mal schlecht. Die Frage ist nur, will ich meinen Tank nochmal erhöhen? Wenn ich jetzt hier auf offener See bin, ist das alles kein Problem. Lesen. I hope you find this bottle and know just how much I true love you. Ich hoffe, du findest diese Seenachricht, diese Flasche, und ich hoffe, und weiß, wie sehr ich dich liebe. I treasure the time we shared and will always think back on it with fond memories. Alles klar, ich schätze die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, und ich denke immer zurück und finde wertvolle Erinnerungen. Gezeichnet Randy Mappus. Und Pralinen. Hier können wir tauchen. Oh, wir können tauchen. Oh, tauchen. Ah. Eröffne die Schatzruhe und kehre mit der Beute zur Rettungsboje zurück. Okay. Ah, oh, wie süß ist das denn? Wir haben Geld gefunden. Oh, super. Mapopo! Wir haben die... Okay, wir haben... Okay, wir müssen natürlich die Luftblasen sammeln. Hier unten ist der Schatz. Oh, wie schön ist das denn? Okay, das ist ziemlich schön. So, kann ich hier irgendwie schneller auftauchen? Nein. Okay. Die Frage ist nur... Okay, ich kann nur nach... Okay, die Steuerung ist ein bisschen... Okay. Die Frage ist, gibt es hier noch... Super, ich will jetzt hier nochmal auftauchen. So, wir haben... Was haben wir denn gefunden? Ich würde gerne nochmal tauchen. Einfach um alles nochmal anzugucken. Hier gibt es ja richtig Schätze. Das ist schön. So, jetzt muss ich nach oben. Die Mapopo, guck sie dir an, wie sie da schwimmt. Ohne Luft, brauchst du nicht. Na gut, die scheint eher so eine Meeresbewohnerin zu sein.
Das ist schon mal ganz gut. Gibt es hier noch irgendwas? Nö. Okay. Die Frage ist nur... Wie und was... Ich würde gerne die Quests nochmal ansehen. So, an der Ponyhöhle. Da gibt es noch überall Fragezeichen. Ich glaube, da gibt es überall Sachen zum Tauchen. Weil wir müssen ja unter anderem... Können wir hier eigentlich lang? Napopo, mit diesem Boot kommen wir nicht weiter. Okay. Die Napopo sagt uns also schon genau, wo wir langfahren. Das ist gar nicht mal schlecht. Die Frage ist nur, wo will ich als nächstes hin? Ich will mal nach unten, weil wir müssen ja zwei Sachen sammeln. Offene See. Das ist eigentlich mal nicht schlecht. So, was haben wir denn hier? Es ist schon spät, wir sollten das weiter... Ja, da hast du recht. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen... Hab die Zeit vergessen. Da hinten. Okay, wir müssen sowieso an dieser Insel da vorbei. Oder was für eine Insel das auch ist. Aber hier gibt es noch viele Sachen zu finden. Ob ich mit den Bootsleuten da sprechen kann? Hallo. Ich bin die Koa. Wer seid ihr? Keiner will mit uns sprechen. Schade. Rosor Ile, Lalaland. Ah, super. Die Frage ist, kann ich hier auch meine... Ich will natürlich jetzt erstmal das ganze Tauchgebiet da hinter mich bringen. Und wir müssen ja die lesen. Dear Markus, I love you very much. Uga Muga, Love Mom. Lieber Markus, ich liebe dich sehr. Deine Mami. Und ein Sandwich. Zum Tauchen brauche ich eine Taucherbrille. Aber die habe ich doch. Oder geht das pro Höhle nur einmal? Das finde ich zwar ein bisschen komisch, aber es wäre schade, wenn es das so, wenn das so wäre. Na gut, will ich mich hier nochmal kurz umgucken? Vielleicht finde ich ja was. Blume! Nein! Gibt's hier irgendwas? Ich muss auf jeden Fall noch was essen. Eine Schachtel Pralinen. Es ist unmöglich, nur eine einzige Praline zu essen. Ein einfaches Rezept für ein Gericht mit hohem Nährwert. Eine leichte Mahlzeit, die für Piraten ideal ist. Pfannkuchen, ein Rezept für sehr süße Pfannkuchen, für echte Leckermäuler. Reiskuchen, ein Dessert, das nur aus Reis zubereitet wird und sich lange hält. Oh, super. So, nehme ich mal. Was war denn das? Ah, Hasen. Hasen! Was haben wir hier? Gibt's hier jemanden? Hallo? Ich nehme mal ein Spiegelei und einen Apfel. Das sieht so ein bisschen aus. Hallo, Krabbe! Sevene, Gelabance, Metros, irgendwas mit 15 Metern. Na gut, das verstehe ich nicht. Ist nicht meins. Oh, ich kann hier angeln gehen. Ist das ein Rotflossenfisch? Nee, ein Lachs. Okay. Ist immer so ein bisschen schwierig zu erkennen. Anhand von dem comichaften Aussehen. Zumal ich auch kein Angelprofi bin. Das bedeutet, ich habe nicht so viel Ahnung von Fisch. Hier ist ein Boot, aber hier ist keiner da. Okay. Aber hier gibt es noch viele, viele... Warte mal, diese Krabbe haben wir schon gelesen. Okay. So. Was ist mit dieser Krabbe? Mess with a Crabbo. You get a star... you get a Stubbo. Sinch V und K. Messe dich mit der Krabbe. Und du bekommst eine Klappe? Auf jeden Fall war das so ein Spruch, den man, ja, Krabbo, Strabo, Labo, Nabo, Trabo, Quabo. Naja, auf jeden Fall war das so ein lustiger Spruch. Mehr war das nicht. Okay, so, Koa. Aufs Boot.
Das ist schade, dass ich jetzt zurück muss. Two days from now and I will be our second anniversary. 2 Tage von jetzt und das ist schon unsere 2. Bekanntmachung oder Feierlichkeiten. But you won't be able to read this on time. Will you? Du willst es aber nicht in der richtigen Zeit lesen. No matter, when you open this bottle, I'll be here for you. Alles klar. Wenn du die, ist auch egal, ob du es zur rechten Zeit liest oder nicht. Wenn du die Nachricht liest, bin ich für dich da. Zeit bedeutet nichts, wenn wir uns einander lieben. Oh, das ist schön. Aber hier ständig nur Liebesbriefe zu bekommen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich muss hier auf jeden Fall unten tauchen. Das bedeutet, ich muss nochmal zur Hauptinsel. Auf jeden Fall. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen auf jeden Fall nochmal eine Taucherbrille holen. Die Frage ist nur, wo kriegen wir die her? Jetzt will ich nochmal nach Quelis fahren. Ah, ist die Heimatinsel. Ist okay. Na gut. Ich muss hier sowieso noch ein paar Sachen anernten. Von daher ist es auch kein Problem. Und da kann ich auch gleich mein, hier die ganzen angeschwemmten Sachen nochmal abernten. Das bedeutet, in der nächsten Folge werde ich wieder ein bisschen Insel-Action haben. 15.30 Uhr ist es hier im Spiel. Ich würde sagen, wir machen den Tag für die Folge heute noch zu Ende. Und auf der nächsten Folge können wir uns dann noch mal ein bisschen mit Inselarbeit begnügen. Dass wir dann noch einfach ein paar Sachen ansammeln. Mal gucken, was unsere Karotten so machen. Unsere Bäumchen abernten. Und solche Sachen. Ui, wir haben alten Stiefel gefunden. Ah, das erinnert mich dran, dass ich, bevor ich jetzt ins Bett gehe und die Folge beende, also hier im Spiel ins Bett gehe und damit die Folge beende, würde ich gerne noch in der Nähe von meinem Haus einen Mülleimer aufstellen. Ja, hier hast du was. Wer ist eine liebe Krabbe? Du bist eine liebe Postkrabbe. Finde ich eine schöne Idee, dass man keine Brieftauben nimmt oder keine Postboten oder keine Postschiffe, sondern dass man hier einfach es so macht, dass man Briefkrabben einsetzt. Bei diesen ganzen Inseln macht das sogar vielleicht Sinn, wenn man die richtig trainiert. Ah, wir haben Salat. Saatgut bekommen. Das ist super. So, was ich heute hier noch abbaue mit meiner Restenergie, brauche ich morgen nicht. Und bedeutet, wenn es gerade auf dem Weg liegt, können wir das natürlich auch direkt mit abbauen. Dann haben wir das auch schon fertig. Super. Ich persönlich würde ja am liebsten gerne einen besseren Hammer haben. Wir müssen eine Schaufel bauen am nächsten Tag. Wir müssen noch ein paar Zutaten sammeln. Das bedeutet, wir brauchen noch ein bisschen rote Beete. Und dann brauchen wir noch, müssen wir noch einen Salat zusammenschustern für den Onkel von Bram. Für den Taka. Ah, das kriegen wir hin. So, 18 Uhr. Na, Popo, na? Schön, der geht's gut. Die freut sich. Pom. Einfach mit dem Füßchen gegen den Baum getreten. Entschuldige, lieber Baum, das wollte ich nicht. Aber ich brauche deine Früchte. So, die Beeren nehme ich noch mit. Da kann ich noch ein bisschen Brombeersaft brauen. Den kann ich auch benutzen, um wieder ein bisschen unsere Taschen zu füllen. Auf der anderen Seite 4000. Das ist okay. Das ist okay, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir brauchen jetzt groß nichts aktuell. Ich werde die jetzt mal nicht gießen, mit der Hoffnung, dass in der nächsten Folge, beziehungsweise am nächsten Tag, dass die automatisch dann schon reif sind. Vielleicht ohne, dass ich nochmal eine Fuhre Wasser verschwende. Also bis dahin, liebe Leute von heute, liebe Kinder und Erwachsene und alle, die das Let's Play gucken, feiern, Spaß haben wollen, genießt euren Tag, habt Spaß und Koa und Graf Wallner verabschieden sich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!